Hausgirke, Schlangen. Hausgirke in Schlangen wird auch bezeichnet als Sternhof. Hausgirke ist in Schlangen Österholz, also am Rand der Senne gelegen, ist von Wellen und Mauern umgeben und diese bilden ein unregelmäßiges Sechseck. Es gibt die Aussage, dass Hausgirke in den früheren Jahren Sitz einer germanischen Gelehrtenschule gewesen sein soll. In den 20er Jahren stellte das Wilhelm Teut, ein Privatgelehrter aus Detmold, auf. Und dort wurde gesagt, dass die Welle des Hausgirkes auf die Auf- und Untergangspunkte von bestimmten Sternen und Mondwänden ausgerichtet seien. Und dann gab es einen Berliner Astronom namens Neugebauer und einen anderen namens Niemriem und die schrieben dort ein Gutachten und sagten dann, dass dieses Haus Sternhof tatsächlich, dieses Hausgirke so aufgebaut sein soll, dass dort eine gewisse, wie kann man sagen, dass dort eben astronomische Gesichtspunkte beachtet wurden. Das gilt heute als eine kuriose Forschungsgeschichte und heute gilt das als widerlegt, aber es hat sich zu einem archäoastronomischen Mythos entwickelt, der bis heute Nachwirkungen zeigt. Man kann zwar feststellen, dass die verschiedenen Mauern des Hauses Girke in verschiedene Richtungen zeigen, es gibt bestimmte Richtungen, Richtung große Mondwände, Nord und Süd, es gibt Mintaka, der Untergang, und es gibt den Sirius-Untergang, und so findet man einige interessante Korrelationen, aber vermutlich würde man alles, was man sieht, auch als astronomische Konstellation deuten können. Es gibt so viele Sterne, so viele Planeten. Es bleibt allerdings, dass der Sternhof sehr schön ist, beziehungsweise Haus Girke wurde später Sternhof genannt und es bleibt, dass dort eine schöne Region ist und durchaus auch eine schöne Schwingung erfahrbar ist. Vermutlich gibt es viele spirituelle Kraftorte und diese spirituelle Kraftorte sind natürlich und manchmal spürt man sie eben auch an besonderen Orten in der Natur. Gut, Sternhof, also auch genannt Hausgirke in Schlangen-Österholz, ein mit Mythen umgebener Ort bei Hornbad Meinberg. In etwa einer knappen Stunde kann man mit dem Fahrrad dorthin fahren.